So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu GTA 5 Online. Und ich bin offiziell heutzutage, hab's ja schon, ich bin offiziell heute zurückgekommen in die GTA 5 Online Welt. Ich werde jetzt wieder aktiv GTA 5 Online Videos machen. Ich habe gemerkt, also ich habe viele Erklärungen dafür, warum, was in den letzten Wochen passiert ist, jetzt Monate auch, weil ich glaube, ich habe seit gefühlt Mitte des Jahres gar keine GTA-aktiven Online-Videos mehr gemacht. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ich werde jetzt mit den Klamotten wechseln auch. Da werde ich mein Anfangs-Outfit quasi wieder haben. Ich werde nach und nach wieder shoppen gehen, bisschen was kaufen. Aber jetzt werde ich wieder Geld investieren, auch für die ganzen MC-Club-Sachen und so weiter und so fort. Und das, was ich gerade gemerkt habe, was ich eigentlich sagen wollte, gleich am Anfang, ich werde gleich die Lobby wechseln, weil ich diese Störgeräusche ständig habe von den anderen Spielern. Und was ich gar nicht gemerkt habe, dass die Sprachübertragungen von den anderen Spielern wird gar nicht aufgenommen. Also ich hab schon gewusst, dass bei der PS4 die Party auch nicht aufgenommen wird, wenn man das, die muss man irgendwie einstellen. Aber dass auch die ganze Lobby nicht aufgenommen wird, was gesagt wird, ist teilweise gut, teilweise schlecht. In dem Fall fand ich es eher schlecht, weil es jetzt irgendwie doof ist, weil wir denken, warum wechseln wir auf einmal die Lobby, fährt ein Auto los und auf einmal wechseln wir die Lobby, ist doof. Aber so ist es leider. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt offiziell zurück. Ich habe lange nicht mehr GTA 5 Online gespielt und ja, ich will ganz ehrlich sein. Es ist nicht so, als ob ich jetzt gesagt hätte, ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf und so, sondern ich hatte wirklich absolut keine Zeit. Also, ich viel was mitbekommen. Ich habe Ende Juni diesen Jahres überhaupt erst meine Ausbildung fertig gemacht und natürlich erst meine also Arbeitgeber erstmal dort gearbeitet und mich ein bisschen etabliert auch bei der Arbeitsstelle, wo ich arbeite. Und das Ding ist auch das, was ist auch alles passiert so in den letzten Wochen, Monaten. Also klar, den Hate haben viele mitbekommen, der immer noch anhält, das ist ein anderes Ding. Aber ich habe auch gemerkt, also kurz mal jetzt, was gewesen ist, ich werde, oder wie soll man das sagen? Ich habe so ein bisschen mich YouTube bisschen eingeschlafen. Also ich wollte mich besonders mit Privatleben kümmern, kann man fast sagen, und habe da sehr viel großen Wert drauf gelegt, auch mein Privatleben, und habe es in YouTube schleifen lassen, also generell YouTube schleifen lassen, habe nur noch das Nötigste gemacht. Das will ich auch gerne wieder ändern wollen. Und ich habe einfach gemerkt auch, jetzt durch wieder GTA 5 Online zocken, es geht ja sowieso ein Game, was sich so mit dem Updates und so weiterentwickelt. Was die rum jetzt da so ewig braucht, ich habe keine Ahnung. Jetzt wirklich ein Server, genau. Was ich auch gemerkt habe bei GTA Online, ich habe damals mit meinen Freunden so viel Spaß an GTA 5 Online nicht gehabt, wo ich es auch angefangen habe. Wir sind einfach nur rumgefahren, ich wüsste die ersten Videos. Ich habe nämlich meinen YouTube-Kanal aufgemacht mit GTA 5 Online und nicht anders. Und das Witzige ist es eigentlich auch, ich hoffe, dass das Mikro überhaupt an ist. Leck mich am Arsch, scheiße, wenn es nicht so wäre. Genau, und ich werde jetzt wieder aktiv GTA 5 Online Videos machen. Ich rede jetzt ein bisschen durcheinander, Leute. Es ist 1:16 Uhr, es tut mir leid, falls ich ein bisschen durcheinander jetzt rede, falls ich doch wieder irgendwas erwähne, was ich vergessen habe. Und diese GTA-Zeit damals einfach außergewöhnlich. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen GTA aufgehört in den letzten Monaten, weil den Leuten, mit denen ich früher gezockt habe, mit denen ich angefangen habe, die zocken halt kein GTA 5 Online mehr. Oder beziehungsweise auf anderen Konsolen. Und vielleicht war das auch das Problem, weil ich war früher immer Xbox-Spieler und plötzlich bin ich jetzt PS4-Spieler. Und zu einem, und ich habe zu diesen Leuten noch gar keinen Kontakt mehr. Also zum Robin, für die Leute, die noch kennen werden, von damals meine Stammzuschauer, wenn ihr vielleicht noch kennen, mit dem wir diese BMX-Tour damals gemacht auf den größten Berg. Da sind wir fahren runtergefahren. Das war echt eine lustige Sache eigentlich. Haben irgendwelche Geschichten erzählt. Oh, das waren Zeiten damals. Und ja, ich will es nicht zu viel verraten, aber es läuft darauf hinaus, dass auf jeden Fall der Robin eine Xbox hat oder Xbox One hat und keine PS4 und auch generell in seinem Privatleben wenig Zeit hat, und da ist halt einfach ein bisschen auseinandergegangen. Beim Chris, den ihr kennt, da gab es so ein bisschen in der Familie so Differenzen und ja, auch wir sind ein bisschen so schwierig. Ich mag ihn noch und ich sehe ihn ab und zu noch und ich lade ihn auch auf meine Partys eigentlich ein. Aber alles andere ist halt ein bisschen schwierig geworden und so. Und ich habe diese ursprünglichen Spiele auch gar nicht mehr. Und den Leuten, mit denen ich auch zuletzt gespielt habe, also Deadline und so, ist ja vor kurzem auch, habe ich auch hochgeladen, das habe ich mit Freunden gespielt, beziehungsweise mit Bekannten. Und die spielen GTA 5 Online halt nicht mehr so. Und ich habe jetzt nur ein paar, eine Handvoll Leute, kann man fast sagen, kann ich in eine Hand abzählen, mit denen ich noch GTA 5 Online spiele und der andere halt nicht mehr. Und da will ich jetzt trotzdem wieder reinkommen, ein bisschen was spielen, ein bisschen was, auch wenn die Community wieder aufbauen, meine Crew will ich wieder ein bisschen aufbauen. Und wenn nicht, werde ich auch, und ich werde auch, genau, das habe ich ganz vergessen noch zu sagen, ich werde nicht nur diese Themenvideos machen, wie ich es schon immer gemacht habe, sondern so, vielleicht für irgendwelche Easter Eggs in GTA 5 Online, irgendwelche Tipps und Tricks bei irgendwelchen Missionen, einfach allgemein wirklich auch wirklich nur GTA 5 Online bezogener Inhalt und nicht nur die Themenvideos, die ich sonst immer auch gemacht habe mit den Missionen. Und ihr seht hier, es gibt so viel noch zu entdecken, es gibt so viele neue Sachen auch, was Rockstar eigentlich gemacht hat und auch immer noch am Machen eigentlich ist.
Und genau, das will ich auf jeden Fall jetzt in Angriff nehmen und wieder viel machen und viel produzieren. Wie gesagt, mindestens jede Woche ein GTA-Video, wenn nicht auch noch zwei. Natürlich wird Real Life kommen, momentan auch noch der Adventskalender, das ist halt leider so. Aber ich wollte dieses Jahr damit anfangen, damit ihr einfach Bescheid wisst, dass es wieder kommen wird, auch GTA 5 Online, weil es tut mir leid, dass ich von meiner Community enttäuscht habe. Ich habe jetzt auch so viele Klicks eigentlich einbüßen müssen, weil ich GTA 5 oder nicht mehr gemacht habe, und das will ich natürlich auf jeden Fall wieder ändern, weil meine Community ist einfach eine GTA-Community und da habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich hoffe, ich kann auch wieder ein bisschen euch aus dem Schlaf erwecken, kann man fast sagen. Genau, und wenn ihr irgendwelche anderen Games mal sehen wollt, genau, und ich wollte auch andere Games noch ausprobieren, dann wollte ich kurz am Rande noch sagen, ich werde es in den nächsten Videos mal kurz ansprechen, warum ich auch noch GTA 5 oder nicht mehr gezockt habe, und es ist wieder leer, wieder aus, und ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Daumen hoch, wäre sehr, sehr geil. Kommentiert mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ein Comeback, ja, nein, vielleicht. Und bis bald. Euer Punch-Nemo und bis zum nächsten Video. Ciao.